Hallo und herzlich willkommen hier in meinem RON-Review-Channel. Hardware-Monat März 2017. Vieles hat sich getan, auch bei mir in meiner Sim-Racing-Bude. Ihr seht, das Porsche 918 Rim hat mich erreicht. Ich habe es euch in meinem CSP V3 vs. CSL Elite Pedal-Review angeteasert. Wir werden ein Rim-Roundup machen. Das BMW M3 Rim, das Formula Rim, CSL Elite Rim damit vergleichen und sehen, wie es aussieht. Doch eines vorweg und vorab, ich möchte euch kurz ein Update liefern, was sich noch bei mir getan hat. Ihr seht es hier vielleicht im Hintergrund. Eine PS4 hat mich erreicht. Was mache ich mit einer PS4 in meiner Sim-Racing-Bude? Vielleicht habt ihr es vernommen, ja, ist vielleicht kein Geheimnis mehr. PlayStation und Fanatec haben sich scheinbar geeinigt auf eine PlayStation 4 Lizenz. Das heißt, wir hoffen, dass wir mit unseren Wheelbases auch auf Konsolen wieder unterwegs sein können. Ich bin dazu vorbereitet und hoffe hier bald ein PlayStation 4 lizenziertes Wheel auf den Tisch zu bekommen. Kann noch Wochen, Monate dauern, nur ich hoffe, dieses Jahr wird es noch was. Weitere Hardware, AMD Ryzen, eine CPU, die endlich aufgeschlossen hat zu Intel. Ich wollte schon fast zuschlagen, weil ich doch relativ viel rendere hier auch für euch. Die Spieleleistung hält mich noch etwas davon ab, aber mal sehen, was sich hier noch tut. Ja, weiters, was hat sich noch getan? Ja, auf meinem Monitor seht ihr hier, ich habe euch es eingeblendet. Fanatec hat erst kürzlich, letzte Woche, die neue CSW V2.5 Wheelbase released. Neu, ich möchte neu sagen, eher Facelifting. Facelifting, das gab es auch schon bei CSW V1, dann V1.5 und ebenso jetzt mit 2.5. Ich habe hier noch bei mir die CSW V2 im ursprünglichen Modell im Besitz, werde jetzt eher nicht auf die 2.5 wechseln. Ich glaube, da werde ich euch nicht mit Infos dienen können, aber schauen wir mal, was die Community sagt. Ich halte euch auch diesbezüglich am Laufenden. Der Grund, warum wir uns heute treffen, ist eigentlich folgender. Ich habe euch gesagt, Playseat, wie sieht es denn aus? Ich habe meinen hier zu meiner linken Seite bereits ausgemustert. Ihr seht, der kommt jetzt dann bald in den Karton. War übergangsmäßig auf einem Speedmaster S unterwegs, beziehungsweise habe diesen aufgebaut und gleich darauf hier mein Rennsport-Cockpit in Betrieb genommen. Warum dieser Wechsel in so kurzer Zeit? Folgendermaßen erklärt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wollte immer weg von diesem Bürostuhl-Sim-Racing. Mir war das zu nervig, da ich meinen Gaming-Platz auch als Office Bereich nutze und dann jedes Mal dieses Sim-Racing-Equipment auf- und abbauen zu müssen, habe ich mich entschieden, hier auf irgendwie eine Playseat-Rig-Lösung oder ähnliches zu wechseln. Das habe ich dann auch gemacht und überwiegend dann mit Oculus CV Release. Ich wollte diesen Sim-Racing-Platz komplett vom Arbeitsplatz entkoppeln. Das ist, ich habe es euch damals in dem Oculus CV1 Review auch bereits erwähnt, Sim-Racing findet bei mir nur mehr auf Oculus Rift statt. Die Triple-Monitor-Lösung habe ich verworfen, das habe ich alles bereits verkauft. Bei mir ist Sim-Racing nur mehr aufgrund der enormen Immersion mit Virtual Reality am Start. Das bringt natürlich äußerst viel Platzersparnis auf sich, wenn man eben diesen Sim-Racing-Platz vom Arbeitsplatz entkoppeln will. Ihr seht es hier nochmal, ich nehme jetzt mal mit, damit ich sehe, was ihr seht. Ihr seht das hier bei mir, da steht hier unten der Rechner und direkt dran kommt das Sim-Racing-Cockpit. Sieht etwas nackt aus im Vergleich zu anderen Sim-Racing-Cockpits, ja eben, weil diverse Monitorhalterungen, Triple-Monitorhalterungen bei mir fehlen. Die Rift wird aufgesetzt, hier nehme ich Platz und dann bin ich hier in der virtuellen Sim-Racing-Welt unterwegs und ich kann euch sagen, das sucht seinesgleichen. Pixeldichte hin oder her, für mich die Sim-Racing-Zukunft. Bei mir wird in Sachen Monitor und Sim-Racing nichts mehr angeschafft. Doch lasst mich zurückkommen zu meiner Simracing Seat Erstbegegnung sozusagen. Mein Playseat, den habe ich mir angeschafft auf dem Gebrauchtmarkt. Dieser kostet 300 Euro. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich möchte euch nicht jetzt hier einen 300 Euro Playseat und ein Fanatec Rennsport Cockpit, das in voller Ausstattung mit über 1000 Euro zu Buche schlägt, gegenüberstellen. Ich will euch nur die Möglichkeiten zeigen, die ihr haben könnt, die euch erwartet, wenn ihr so einen Playset nutzt. Ja, ich habe alles schon demontiert. Wie sieht es aus bei diesem Playset? Ich habe den um ca. 200 Euro ergattert. Ja,
der erfüllt seinen Zweck. Also so viel kann ich euch sagen, ihr kommt weg vom Bürostuhl, er erfüllt seinen Zweck. Nehmt hier gut Platz, habt eure Simracing-Peripherie auf einem Playseat verstaut, keinen Stress mehr auf eurem Büroarbeitsplatz und könnt direkt loslegen. Vorteile dieses Playseats, der ist recht günstig vom Einstieg, wiederholt 300 Euro, ihr nehmt Platz, könnt losstarten, eure Peripherie montieren. Ihr habt hier dieses Dreilochbild, insofern ihr Fanatec-Peripherie nutzen wollt, beziehungsweise Logitech G25, 27 und auch die Thrustmaster-Modelle sind hier kompatibel, da gab es keine Probleme mit der Montage. Ich nehme schnell nochmal meine CSL in die Hand. Und da setzt ihr hier auf dieser Dreipunktlochbefestigung von unten durch diese Halteplatte die Schrauben durch, bekommt das hier einfach montiert und die Sache ist erledigt. Etwas schwieriger hat sich die Montage bei mir mit den CSL Elite-Pedalen auf der Pedalhalteplatte gestaltet. Sieht folgendermaßen aus. Und zwar, ich habe hier meine CSL Elite-Pedale auf der Halteplatte kaum montiert bekommen, weil die einfach viel größer sind vom Lochbild als die üblichen Pedale. Das heißt, ich habe mir insofern geholfen, indem ich mir hier, ihr seht das auf meinem quasi zuerst ein Holzbrett hier einfach auf diese Pedalhalteplatte montiert habe und eben auf dieses Holzbrett kamen dann meine CSL Elite-Pedale montiert. Ja, jetzt werde ich fragen, was hat es dann damit noch auf sich? Ich habe hier so einen trapezförmigen Sockel daraus gebastelt. Warum ich das gemacht habe, folgendermaßen erklärt. Ihr seht, nutzt ihr eine Bremse mit entsprechendem Lotsil auf einem Playseat, dann habt ihr dieses Problem. Das heißt, ihr tritt die Bremse, ich mache das wirklich jetzt hier mit leichter Handkraft und ihr habt bei jedem Bremsvorgang eine richtige Instabilität des Playseats. Das werdet ihr nicht spüren, wenn ihr so Zweiwegpedale nutzt, die G27, G29 Pedale, da ist die Bremskraft viel zu gering. Aber hier kommt ihr wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten. Ich habe das Problem dann folgendermaßen gelöst, habe mir diesen trapezförmigen Sockel gebastelt hier, also so drüber gemacht, auf dieser Holzplatte komfortabel dann meine CSL Elite-Pedale montiert und ihr seht dann, durch die Abstützung des Holzsockels könnt ihr auch diese 90 Kilogramm Lotsel bewegen, ohne dass sich großartig hier die Halteplatte nach unten weg verbiegt. Um diese Lösung kommt ihr nicht drum herum, wollt ihr entsprechende Pedale drauf nutzen. Was gibt es noch zu sagen bei diesem Playseat hier? Ihr seht, diese Befestigungen sind halt etwas, ja, ich würde sagen, ein bisschen spartanisch ausgeführt. Habt ihr hier die Wheelbase drauf mit V2 und einem großen Lenkrad, da werdet ihr schon Vibrationen spüren, die sich etwas ausschaukeln. Ich würde sagen, es ist kein Drama. Hochstabil ist es nicht. Was mich am meisten gestört hat, war, ihr seht, dass hier eben diese Konstruktion mit dieser Stange, die ihr zwischen den Beinen habt. Das heißt, ihr müsst euch wirklich eine Lösung überlegen, wie ihr das löst. Ich habe es so gemacht, dass ich meine Bremse auf die linke Seite gesetzt habe, Kupplung, die ich sehr selten verwende oder verwendet habe in der Mitte, Gas natürlich rechts, und habe das Ganze etwas aus der Mitte gesetzt, damit ich hier das Gas relativ komfortabel bewegen kann, in der Mitte keine störende Stange habe und ganz links mit dem linken Fuß bremsen kann. So hat sich das eigentlich relativ gut bewährt und ist gut im Einsatz. Zum Playset selber, ihr findet auch mit einer größeren Körpergröße relativ gut Platz. Ich finde diese Verstellmöglichkeiten mit diesen Schrauben, mit den Befestigungen, Pedalabstand, Körper zu euren Füßen, das gelingt relativ gut. Ihr findet wirklich bequem auf diesem Playset Platz. Was mich etwas gestört hat, ich habe das aber in diversen Rezensionen auch gelesen, ist, hört mal her, das klingt eher weniger nach Simracing, sondern mehr nach irgendeinem billigen B-Movie. Ja, stört euch nicht, wenn ihr mit Kopfhörern dann unterwegs seid. Ja, ich habe mich jetzt im ersten Moment ein bisschen geschreckt beim ersten Mal Platz nehmen, aber gut, das sind Sachen, mit denen kann man leben. Bei längerem Simracing-Einsatz würde ich sagen, erfüllt dieser Playset seinen Zweck. Ich weiß nicht, wenn ihr Langstreckenrennen bestreitet, 3, 4 Stunden, vielleicht länger, werdet ihr mit dem Sitzkomfort nicht wirklich zufrieden sein. Das werdet ihr dann schon spüren. Bei mir traten erste Erscheinungen nach etwa 1,5 Stunden Nutzung auf. Nur viele von euch nutzen einen Sitz vermutlich gar nicht länger an einem Stück. Also geht meines Erachtens in Ordnung.
Zur Montage möchte ich noch sagen, die Montage gelingt euch bei so einem Preset in etwa 30 Minuten, dann seid ihr ready to go. Stellt das Ding vielleicht noch auf einen Teppich, dann sieht das Ganze sauber aus. Und ihr habt ein deutliches Upgrade zu einem Bürostuhl. Also so viel kann ich sagen, der Placeit macht um 300 Euro. Alles richtig, ich kann diesen Placeit empfehlen. Einzige Sache von mir, adaptiert euch diese Pedalhalteplatte, nutzt ihr stärkere Bremspedale, weil wenn ihr das out of box so betreibt, dann macht das hier mit CSL Elite, CSP V3 Pedalen oder ähnlichem keinen Sinn. Einen Schwenk jetzt zu meiner rechten Seite, Rennsport Cockpit bei mir. Nun im Einsatz kurz noch zu diesem Speedmaster Problem, das ich hatte. Ich habe den Speedmaster geordert und hatte folgendes Problem, dass schon bei der Montage diese ganze Wheelbase Halteplatte zu dem ganzen Rahmen verzogen war. Das Ganze hat sich verspießt. Die Montage war äußerst schwierig. Das sah mir qualitätsmäßig leider äußerst schlecht aus. Ich habe den Support auch kontaktiert. Mir konnte kein weiteres Testen musste hier zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise habe ich diesen von mir gekauften Speedmaster S dann zurückgeschickt. Ja, das war es bei mir eigentlich mit Speedmaster S. Schade, ich weiß auch nicht jetzt, an was das gelegen ist. War das ein Einzelfall, ein Einzelproblem oder nicht? Diesbezüglich kann ich euch nichts sagen. Ja, lasst uns das Fanatec Rennsport Cockpit genau unter die Lupe nehmen. Bei mir ist das das Rennsport Cockpit Version 1. Also es gibt mittlerweile, ihr seht das auf der Homepage, eine V2-Version. Es haben sich einige kleine Details geändert. Die Basis, die Rohkonstruktion ist aber die gleiche. Ja, ihr seht jetzt im Vergleich zum Playset eine äußerst massive, große Konstruktion. Ihr bezahlt alleine für diesen Rahmen, für diese Konstruktion 999 Euro. Das ist eine wirklich große Investition, die euch aber hier ein Rennsport-Feeling auf einem ganz anderen Niveau ermöglicht. Wieso? Diese Rahmenkonstruktion, ihr seht das hier auch an meinen Händen, ist äußerst massiv ausgeführt. Ihr habt in Sachen Pedalhalteplatte, ich kletter hier mal drunter, meine CSP V3 Pedale werden hier auf einer Schiene befestigt, die ihr dann entsprechend den Abständen, wie ihr das haben möchtet, verschieben könnt. Ihr habt hier eine Art, das Lochblech könnt die Neigung der Pedale verstellen. Das sind links und rechts zwei Inbusschrauben, das geht binnen Minuten. Was bietet euch dieses Rennsport-Cockpit noch out of box? Out of box bietet es euch eine wirklich sehr hochwertige Sitzkonsole. Ihr seht diese Sitzkonsole, wenn ihr auf dem Rennsport-Cockpit Platz nimmt, dann tut ihr das nicht, dass ihr fast quasi am Boden sitzt. Ihr könnt hier bequem einsteigen. Nehmt hier in diesem, ja, vom Rennsport-Cockpit Vereins, da war meines Erachtens war dieser Seat dabei. Ich kann euch das gar nicht so genau sagen. Ich habe diesen eben gebraucht aus meiner Simracing Community erstanden. Ja, was bietet euch das Rennsport-Cockpit noch? Ich nehme mal Platz, um euch das Ganze näher zu bringen. Ihr seht es hier schon, Platz genommen. Das geht relativ einfach. Ihr habt hier auf der unteren Seite den Sitzslider, das heißt, ihr könnt hier wirklich äußerst bequem vor- und zurücksliden, ganz zurück, um auszusteigen, nach vorne, um die optimale Position zu euren Pedalen zu finden. Das geht wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Ja, 918 Rim von mir, jetzt eben gegengetestet mit meinen anderen Rims. Wie sieht denn das aus, wenn ihr hier im Renneinsatz seid? Das fühlt sich sehr, sehr wertig an. Hier diese wirklich stabile Rohrkonstruktion, das hält euer Rig wirklich gut zusammen. Hier wackelt kaum etwas, hier vibriert kaum etwas, das ist sehr wertig. Ihr seht, das ist hier so mit solchen Schellen gelöst, mit so massiven Schrauben. Die könnt ihr lösen und dann entsprechend die Neigung eurer Wheelbase auch hier noch verstellen, beziehungsweise up and down, um die Höhe eurer Wheelbase anzupassen. Was ich jetzt gesehen habe im Internet oder auf Fanatecs Homepage, das V2 Rennsport Cockpit hat diese ganze Aufnahme hier etwas überarbeitet. Das heißt, ihr könnt hier etwas noch komfortabler die Höhe verstellen. Und was euch auch gelingt bei dieser neuen Halteplatte ist, dass ihr horizontal eure Wheelbase einstellen könnt. Also hier nochmal gibt es eine Option für vor und zurück. Ja,
Zubehörmäßig bei meinem gebrauchten Vereinscockpit war hier noch dieser Shifter-Holder mit bei auf der rechten Seite. Ihr seht, den missbrauche ich hier gerade als Mausablage, um, wenn ich mit der Rift am Start bin, diese eben entsprechend dann in-game konfigurieren zu können. Ja, nochmal von oben betrachtet, ihr seht, hier dieser Sitz ist äußerst großzügig dimensioniert. Ich weiß nicht, wie groß ihr seid. Ich denke, von 1,50 bis gut 2 Metern findet ihr hier wirklich super Platz. Das fühlt sich wirklich super komfortabel an. In dieser Sitzschale drinnen, nicht zu beengt, nicht zu weitläufig. Die Polsterung ist äußerst gut hier im Vergleich zum Playseat. Hier kann ich rumdrucken, was ich will. Hier wird euch nichts knarzen. Das sieht von der Verarbeitung wirklich äußerst hochwertig aus. Ja, gut, wir sprechen um einen vielfachen Preis. Da kann man das schon erwarten. Ich habe eben bei diesen Zwischenmodellen, wie eben dem Playseat zum Speedmaster hin, hier eben keine optimale Lösung gefunden. Ja, und schlussendlich bin ich wieder bei Fanatec gelandet. Keine Ahnung. Irgendwo war mir dies für meine Ansprüche einfach wert. Ich sehe diese Simracing-Sache immer als langfristige Investition. Ihr bekommt für diese Sachen gebraucht richtig noch ordentlich Geld geboten. Beziehungsweise wenn ihr so ein Rennsport-Cockpit in eurem Besitz habt, ich denke, damit könnt ihr bis zur Rente fahren. Das fällt euch nicht auseinander. Und ihr genießt eigentlich täglich oder stündlich, wenn ihr unterwegs seid, eine Stabilität, Variabilität, die in meinen Augen seinesgleichen sucht. Viele aus meiner Sim-Racing-Community haben auch diese Aluprofile im Einsatz. Von Motedis oder andere Sachen, Selbstbaulösungen. Mit denen könnt ihr auch sehr komfortable und stabile Ergebnisse erzielen. Für mich waren diese keine Option. Ich will in meiner Simracing-Bude auch das gewisse Maß an Optik, das muss ich zugeben, mir gefällt diese Optik-Haptik bei diesen Aluprofilen ganz und gar nicht. Also das war für mich keine Option, hier eine Selbstbaulösung in Anspruch zu nehmen. Liegt immer im Auge des Betrachters, für mich eben leider keine Option diesbezüglich und darum erstmal hier das Rennsport-Cockpit. Ich habe euch den Playseat nochmal gegenübergestellt zum Fanatec Cockpit, damit ihr die Größenvergleiche ungefähr vor Augen habt. Ja, das Ganze sieht natürlich wesentlich kompakter aus. Von der Länge her eher nicht. Beides benötigt, ich weiß nicht, so um die 1,50, 1,60 Platz. Natürlich dann von der Breite hier von oben betrachtet, wenn ihr das im Auge habt, ein eher schmaler Playseat hier und das Rennsport Cockpit. Also der Sitz ist gefühlt doppelt so ausladend, würde ich jetzt sagen. Und natürlich diese Rahmenkonstruktion, diese Rohrkonstruktion benötigt etwa den doppelten Platz in der Breite. Ja, nutzt dieses Rennsport-Cockpit am besten, wenn ihr dies eben hier zu einer Wand, so wie ich das gemacht habe, hinpositioniert, dann nimmt euch das auch im Raum nicht so viel Platz. Das geht relativ gut. Klar, ihr habt dann natürlich Schwierigkeiten, wenn ihr einen Triple-Monitor-Setup hier bewerkstelligen wollt. Da braucht ihr wieder den Platz zur Wand hin. Ja, überlegt euch das. Checkt das, wie gesagt, einmal mit der Oculus Rift aus. Ich kann euch das empfehlen. Preise sind deutlich runtergefallen. Ihr bekommt die Rift mittlerweile für 5,89. Ja, das ist eine Überlegung wert. Wer zweifelt, ist das was für mich oder nicht? Und 589 € ist doch eine große Stangengeld. Mediamarkt, glaube ich, bietet mittlerweile das Ding zum Verleihen an. Für um die 70 € im Monat könnt ihr eine Rift borgen. Ich rate jedem Simracer, dies einmal zu tun. Nehmt 70 € in die Hand, testet das einen Monat, dann wisst ihr mehr, ob ihr dann in die virtuelle Simracing-Welt umsteigen wollt oder eben nicht. So, liebe Community, Fazit von meiner Seite. Wie entscheiden wir uns? Playseat hier auf der linken Seite, eine Mittellösung im Bereich 500-600 € vielleicht, eine Selbstbaulösung oder hier gleich in die Vollen mit dem Fanatec Rennsport-Cockpit. Ja, das liegt an euren Anforderungen und Bedürfnissen oder an eurem finanziellen Budget. Mit einem Playseat zum Einstieg macht ihr wenig falsch, wenn ihr vom Bürostuhl weg wollt. Wie gesagt, adaptiert diese Pedalhalteplatte, dann könnt ihr auch entsprechende Pedale drauf nutzen. Bitte denkt daran, dies zu machen, sonst ärgert ihr euch nur umsonst herum. Ja, für mich endete die Lösung, wie gesagt, wieder hier im High-End-Bereich mit diesem Rennsport-Cockpit. Ich kann sagen,
Ich habe euch die Pros genannt, Stabilität, der Platz im Sitz, sieht es leider, hier wackelt nichts, auch bei voll ausgereiztem Force-Feedback. Diese Konstruktion ist ready to go, auch wenn ihr einmal Direct Drive Wheels nutzen wollt. Ich verrate da nicht allzu viel, ich glaube Fanatec hat da schon etwas auf Schiene. Ein Direct Drive Wheel wird uns vielleicht noch dieses Jahr erwarten, mal sehen. Ich werde mich da sofort bemühen, euch dahingehend Rückmeldung zu geben. Ja, kauft ihr so eine Rig-Lösung auf Jahre und wollt diese jahrelang nutzen, dann tut dieses. Nehmt etwas mehr Geld in die Hand, insofern es euch möglich ist. Ihr habt hiermit die nächsten 10, 15 Jahre, wenn ihr so etwas kauft und nicht auf ein Motion Rig noch umsteigen wollt, keinen Aufrüstbedarf mehr. Das sieht man auch am Gebrauchtmarkt. Ihr findet diese Dinger kaum, die finden sich kaum am Gebrauchtmarkt. Naja, weil eben die Community dieses Zeug eigentlich nicht mehr hergibt. Hochwertige Ware wird meist von den treuen Simracern behalten, auch in meinem Fall. Da muss mich schon ein Motion Rig zum sehr vernünftigen Preis überzeugen, damit ich dieses Rennsport-Cockpit wieder abgebe. Ja, liebe Hardware-Freunde, ich möchte mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, bevor ich den Playset hier wieder wegpacke und mit meinem Wheel Roundup fortfahre. Bitte gebt mir noch etwas Zeit dafür, ich möchte euch das wirklich gut gegentesten, wie es ausschaut mit euren Clubsport Rims, mit dem CSL Elite Rim im Vergleich. Hardware-mäßig, was gibt es sonst noch zu sagen von meiner Seite? Ich habe mir auch diese Oculus Touch Controller bestellt. Die kosten jetzt nur mehr 119 Euro, sind von 199 runtergesenkt worden. Postet hier auch rein, wenn ihr da diesbezüglich noch etwas sehen wollt. Ich denke, das Netz ist voll von Oculus. Da kann ich euch wahrscheinlich nicht mehr viel Neues dazu sagen. Vielleicht stelle ich mal kurz was rein. Ich überlege mir diese Sache noch. Ansonsten kümmern wir uns nach wie vor noch etwas um Simracing. Ich hätte schon spekuliert, ob ich euch etwas mit Ryzen machen werde, mein System hier komplett umbaue. Nur da bin ich noch etwas in der Warteschleife. Das muss ich mir noch überlegen. So ein 8-Kerner hätte mir schon wahnsinnig gut gefallen zum vernünftigen Preis, aber die Spieleleistung muss bei mir natürlich auch mit einhergehen. Da wird es noch etwas dauern mit BIOS-Updates, mit Spieleentwicklern, bis das Ganze ausgegoren ist. Vielleicht kommt da im Sommer etwas auf mich zu. Ja, mit dem Bild der Fanatec Wheelbase V2.5 möchte ich mich von euch verabschieden. Ich sage danke fürs Zuhören, postet rein, kommentiert weiterhin, welche Playset, welche Rigs nutzt ihr, das interessiert mich immer. Abschließend möchte ich auch mich bedanken für eure Kommentare, das ist sehr produktiv, was hier rumkommt in der Kommentarfunktion, damit kann man etwas anfangen. Ich freue mich über positive Kritik und wenn es negative Kritik ist, dann postet diese und begründet, was wir noch besser machen können, damit ihr euch in meinem Kanal wohlfühlt. Es motiviert mich weiterhin, euch Inhalte bereitzustellen. Abonniert, postet, bleibt dran. Ich halte euch am Laufenden und melde mich in einiger Zeit mit einem Fanatec Wheel Roundup. Bis dahin, wir sehen uns auf der Strecke. Ich verbleibe mit besten Grüßen, euer Ron.